Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Exzellenzen, Dekane, Generaldirektoren, Chefredakteure, heute spreche ich aus einem sehr spezifischen Grund zu Ihnen. Heute spreche ich vor dem Kern meiner Arbeit, die in den letzten Jahren den schönen Namen ELSA hatte. ELSA steht für Ethical, Legal, Societal Impact, im Kern für Defense Research. Ich war der österreichische Vertreter in der EDEN, der European Defense Agency, für die europäischen Defense Research Programme, also genau genommen für die Ethical, Legal und Societal Impacts. Also für alles, was unlösbar ist. Das war mein Beruf, das ist mein Beruf, bin noch ein bisschen aktiv als Professor, unter anderem mit der Frau Dr. Schmidt und mit der Barbara im Rahmen dieser UN-Aktivitäten. Da geht es dann eher um Dual Use. Und ein besonderes Anliegen sind mir natürlich die altösterreichischen Heimatvertriebenen. Soweit zu mir. Meine Damen und Herren, geben Sie mir ungefähr eine halbe Stunde Zeit, mit Ihnen die Geopolitik zu machen, die Systematik der Möglichkeiten, zwei, drei Anwendungen aus dem Bereich Medizin und Recht und den Bereich, den wir uns nicht ersparen können. Ich habe hier ganz bewusst als Einstieg, bevor wir wirklich einsteigen, den mährischen Ausgleich deshalb genommen über das Geheimnis der Gräber zum ersten KI-Krieg, weil derzeit das Time Magazine, das europäische Time Magazine, natürlich den Ukraine-Krieg als den ersten KI-Krieg demonstriert. Sie alle wissen, der große Krieg 1914 war der Untergang Europas, und ich spreche deshalb vom Geheimnis der Gräber, zitiere hier mit John Keegan, weil, auch das wissen Sie, die europäischen Zivilisationen, wir, die europäische Kultur, hinabgestürzt sind und eben der Reihe nach, historisch der Reihenfolge nach, Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Stalinismus und so weiter bekommen haben mit weit über 100 Millionen Toten. Eine unglaubliche Verrohung, ein Zusammenbruch. Und nein, es war nicht alles gut davor, gar keine Frage. Aber es gab in Wien Hungerrevolten und es gab die Schwabenkinder in Tirol und quer durch alle europäischen Kulturen der Belle Epoque gab es genügend Kritikpunkte, die wir jetzt alle aufzählen können, die wir auch alle kennen. Aber es ging schon recht gut weiter und ich nehme als das Beispiel, weil es jetzt sehr gut passt und eigentlich in die Ukraine gehört, nämlich den mährischen Ausgleich von 1905, der dann auch ein Modell war für Galizien und aufgrund des Großen Krieges dann nicht mehr in Kraft gesetzt worden ist. Diese Geopolitik, die sich jetzt im Ukraine-Russland- oder Russland-Ukraine-Krieg und der eigentlich als ein Beispiel eines Weltkrieges, eines schlampigen Weltkrieges, eine Mischung zwischen Weltkrieg und Kalter Krieg, derzeit abzeichnet, hat mehrere Besonderheiten, in die ich hineingehen darf. Die klassischen Zugänge kennen Sie alle. Sie alle haben Road to Serfdom gelesen. Wahrscheinlich haben Sie alle noch George Orwell 1984 im Hinterkopf. Sie haben sicher Brave New World von Aldous Huxley im Hinterkopf. Und wenn Sie demnächst in die Staatsoper gehen, kriegen Sie eine sehr gute Aufführung zur Animal Farm. Was ist diesmal besonders? Und das diesmal besonders hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt, den darf ich zusammenfassen unter dem Terminator-Conundrum. Ich zitiere hier den Deputy Chief of Staff, General Selver, schon vor ungefähr 8-9 Jahren, der darauf aufmerksam macht, dass die großen Potenziale, beispielsweise, falls Sie den Film Oppenheimer noch nicht gesehen haben, der Bau der Atombombe eine staatliche Sache war, beginnend von Tennessee Valley, die Energieanlagen über die verschiedenen Labors von Chicago war der Reaktor, danke, bis eben natürlich zum Trinity-Versuch in der Wüste dazwischen. Heute sind wir in einer Situation, und das Terminator-Conundrum beschreibt das recht gut, dass diese Potenziale nicht mehr
dort sind, wo man sie unter kriegsführenden Parteien suchen würde. Frage, ist Elon Musk kriegsführende Partei? Naja, das ist ein bisschen so, wenn man fragt, vor 500 Jahren oder vor 300 Jahren von mir, ist die East India Company eine kriegsführende Partei? Ja und nein. Gibt es einen Friedensvertrag oder einen Waffenstillstandsvertrag mit Elon Musk und den Russen? Naja, eigentlich schon. Ohne das jetzt juristisch hier zu überdehnen, denn ich möchte den Gesamtüberblick geben, wir sind in einer Situation, wo auch unsere historisch gewohnten Instrumentarien, in dem Fall jetzt unser Recht, unser Völkerrecht, nicht mehr greift, aufgrund der verschobenen Potenziale. Ich darf Sie einladen mit mir, bevor wir die Potenziale genauer anschauen, kurz die Austrians in Erinnerung zu rufen. Das ist hier natürlich Eulen nach Athen tragen. Ich nehme die Austrians aber ein bisschen weiter. Und zwar erst vor kurzem haben wir uns die Freude gegeben, dass wir unmittelbar unter dem Reichsratssitzungssaal Kurt Gödel in Erinnerung gerufen haben. Und in dem Fall darf ich Kurt Gödel deshalb, und ich bitte um Nachsicht, dass das alles jetzt keine sehr schönen Bilder sind, Kurt Gödel visualisieren. Einige kennen meine Visualisierung. Ich bitte um Nachsicht jetzt für alle Mathematiker unter Ihnen, dass das jetzt sehr vereinfacht ist. Aber eine der Visualisierungen von antagonistischen Algorithmen, die sich überschreiben und dann neue Ziele machen, beginnen von der Denkmöglichkeit natürlich mit dem zweiten Unvollständigkeitssatz. So hat es Gödel nicht gemacht, er hat es auch nicht so visualisiert, aber im Prinzip kommen wir der Sache sehr nahe. Welche Bedeutung hat Kurt Gödel? Kurt Gödel ist das Ende der Hilbertschen Mathematik, das wissen Sie, und Kurt Gödel ist der Beginn natürlich eben auch der Computerwissenschaft. Manche würden es vielleicht mit Leibniz wirklich beginnen lassen, wenn man die binäre Mathematik nimmt, aber eigentlich Computerwissenschaften gibt es erst ab dem zweiten Unvollständigkeitssatz und man kann darüber diskutieren, ob es dann eigentlich erst Turing ist. Sofort einverstanden. Kurt Gödel ist ein Österreicher, echter Österreicher, aus Brünn. Dort haben wir schon Gregor Mendel mit der Genetik, aber gehört dann eher bei dir. Und Kurt Gödel besucht seinen Freund Albert Einstein, auch ein echter Österreicher, was wenige bei uns in Österreich präsent haben. In den USA ist das viel präsenter, dass Albert Einstein Österreicher war, nämlich ab 1912, als er auf die deutsche Karls-Universität, die war damals schon getrennt, in der tschechische und der deutsche Karls-Universität bestellt worden ist und dann natürlich angesucht hat, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen hat und bis zum Lebensende auch nicht zurücklegen musste. Einstein war auch alles mögliche andere auch, keine Frage, Schweizer und Elsässer, aber eben Österreicher ab 1912. Ich nehme ganz gerne und bitte Sie mir jetzt zu folgen, die Visualisierung weiter, dass Kurt Gödel und Albert Einstein sich getroffen haben, und zwar indem Kurt Gödel über die Transsibirische Eisenbahn zu Einstein gekommen ist. Da beginnen dann meistens die Räder zu rattern und sagen, wie geht denn das, das mit der Transsibirischen Eisenbahn, ist Kurt Gödel verhaftet worden oder in die Hände von Stalin gefallen? Nein, Kurt Gödel ist ganz offiziell als Reichsbürger in der kurzen Zeit, wo der Hitler-Stalin-Pakt intakt war und die USA noch nicht im Krieg, als Reichsbürger ganz offiziell mit der Transsibirischen Eisenbahn durch die UdSSR durchgefahren und zu seinem Freund nach Albert Einstein gekommen. Ich nehme dieses deshalb, damit Sie so historisch kurz eingedachte sind, einerseits, es spielt sich im Kern alles bei uns in der westlichen Welt ab, mit einem maßgeblichen Anteil des alten Österreichs, aber das Spiel geht weiter, denn die Masse der Menschheit lebt ja bekanntlich unterhalb der transsibirischen Eisenbahn. Ich darf aber noch auf das Spiel selber eingehen. Was spielt sich derzeit ab? Und erlauben Sie mir hier, das ist eher als symbolisch gedacht, ein Zitat von Yuval Noah Harari, der gesagt hat, naja, schon vor Jahren, Sie wissen, Yuval Noah Harari ist Militärhistoriker und wurde weltweit bekannt mit seinen Blockbustern Homo Sapiens, Homo Deus, und gesagt hat, naja, Google hätte viel früher gewusst als er selbst, dass er schwul ist. Na gut, jetzt würde ich sagen, okay, das hätte vielleicht der altösterreichische Militärarzt in Czernowitz auch gewusst und vielleicht seine Großmutter auch.
Das ist im Prinzip eine Korrelation von Daten, da brauche ich nicht unbedingt künstliche Intelligenzen. Ich kann, wenn ich ausreichend Daten habe, die Korrelationen machen, auch mit klassischen OR-Verfahren, also Operations Research. Verfahren, da brauche ich noch keine künstlichen Intelligenzen, Klammer auf, aber ein bisschen das Problem, dass ich genau aufpassen muss, Trash-Out, Trash-In oder Trash-In und Trash-Out. Was kommt jetzt dazu und wo bewegen wir uns? Es kommt jetzt dazu, dass wir in der Diskussion stehen, was ist Bewusstsein? Es sind einige hochrangige Mediziner da, bis hin zum Dekan der medizinischen Fakultät. Ich werde mich hüten, jetzt die Bewusstseinstheorien aufzuzählen und zu diskutieren. Aber wir sind uns einig, dass wir da heftige Diskussionen haben. Und diese Diskussion der synthetischen Intelligenzen sind wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Und der entscheidende Punkt nicht nur aufgrund dessen, was wir bisher als Modellannahmen haben, die wesentlichsten Modellannahmen, die einen Anspruch haben, über die Computerwissenschaften hinaus und über die künstlichen Intelligenzen hinaus auch Weltmodelle zu erklären oder Weltmodelle geliefert zu haben, sind natürlich Donald Hoffmann, möglicherweise Joscha Bach, sicher Stephen Wolfram. Wir können ja dann im Detail diskutieren, aber ich will Sie jetzt nicht dazu sehr ablenken. Aber Sie haben einen Anspruch der Computerwissenschaften und der maßgeblichen Betreiber künstlicher Intelligenzen, bei Stephen Wolfram passt das alles zusammen, auch so etwas Ähnliches wie ein Unified Weltmodell zu machen. Ob richtig oder nicht richtig, werden noch viele Nobelpreise vergeben werden oder sich auch als unrichtig herausstellen, aber in etwa in der Ebene spielt es sich weltweit ab. Abstrakt. Wir haben aber natürlich auch eine zweite Ebene und das ist natürlich der Bereich, dass egal, ob das jetzt Donald Hoffmann oder Stephen Wolfram ist, ob das einer der Wettbewerber in den USA oder im Pazifik ist, sie haben einige generelle Entwicklungen, die tsunamiartig uns alle tragen und treiben. Die kennen Sie alle. Sie wissen, wir haben eine Datenexplosion, meistens wird also gerechnet in etwa, wir haben ein Zettabyte irgendwann einmal in den Nullerjahren gehabt, sind derzeit zwischen, ja, je nachdem, wie man es rechnet, zwischen 17 und 40 Zettabyte. Es geht explosionsartig weiter. Können wir alles rechnen? Wir können es uns fast nicht vorstellen. Wir haben gleichzeitig, Sie wissen alle, Moore's Law, auch wenn der inzwischen schon verstorben ist, Gordon Moore, die Verbesserung der Computerfähigkeiten, wir bewegen uns derzeit zwischen 3 Nanometer und 1 Nanometer, ob das nächste dann Photonencomputer sein wird oder ein biologischer Computer mit DNA, da mögen also andere Damen und Herren hier im Forum eine entsprechende Meinung begründen. Spielt aber relativ wenige Rolle. Sie wissen, ich komme also den Technologieprogramm an. Vielleicht ein ganz kurzer Zwischenruf, wie betrachten das wir? Militärwissenschaften sind Handlungswissenschaften, ich will nicht sagen so wie Medizin oder wie Jus oder wie Wirtschaftswissenschaften. Militär verwendet natürlich Voodoo, wenn Voodoo funktioniert. Also wiederholbar funktioniert. Ich kann Sie beruhigen, es funktioniert momentan nicht. Im Prinzip völlig egal, welche Theorie dann dahinter liegt, wenn es eben reproduzierbar ist. Also klassischer handlungswissenschaftlicher Ansatz. Damit kriegt man keinen Nobelpreis, aber damit gewinnt man Kriege oder kommt als Kaufmann über die Runden. Also daher die Frage, lassen wir jetzt noch offen, wie die Computergeschwindigkeiten sich erhöhen, die Rechengeschwindigkeiten erhöhen. Lassen wir jetzt noch offen, ob wir über Quantencomputing eigentlich andere Programmiersprachen brauchen. Möglicherweise ja, auch da gibt es eine breite Diskussion. Aber ich habe die Datenexplosion, ich habe eine weiter ansteigende Fähigkeit der Rechengeschwindigkeiten und ich habe natürlich das berühmte Law of Simultaneity, also die Vernetzbarkeit von allem mit allem. Das klingt jetzt sehr allgemein und abstrakt und das haben natürlich die alten Kybernetiker schon theoretisch durchdrungen. In der Praxis fliegt uns das links und rechts um die Ohren, umso mehr, als wir eine gewisse Ungleichzeitigkeit haben. Alles mit allem vernetzt, ja, aber natürlich nicht alles mit allem überall und gleichzeitig vernetzt. Dazu komme ich auch noch.
Erlauben Sie mir kurz, damit wir den Block Geopolitik fertig machen können, also wo bewegt es sich abstrakt, was trifft alle, also Datenexplosion, Rechengeschwindigkeit und Law of Simultaneity, und wo spielt es sich ab? Die Masse der Menschheit lebt in Asien. Banal, aber man muss mal ganz kurz in Erinnerung haben. Wir haben vielleicht noch kurz in Erinnerung, Europa hat vielleicht 5% der Weltbevölkerung, knapp ein bisschen mehr sinkend, USA hat 6% sinkend. 55% der Menschheit lebt ungefähr 4.000-5.000 Kilometer rund um Hanoi, das UC Circle. Und wer lebt dort? Sie brauche ich nicht überzeugen. Aber wenn ich jetzt kurz in Erinnerung rufe, wir haben dort 55% der Menschheit, drei echte Nuklearmächte, theoretisch vier, also wenn man Nordkorea dazu rechnet, die sind natürlich eine Nuklearmacht, aber jetzt keine, die operativ, die wird lokal gefährlich, kann einen dritten Weltkrieg auslösen, gar keine Frage, aber die großen Nuklearmächte sind natürlich China, Indien und Pakistan. Ich habe hier Weltkulturen, die mit judeo-christlich oder aufklärerisch Aristoteles nichts am Hut haben. Die kennen das, keine Frage. Die haben auch Karl Marx gelesen, vielleicht sogar Immanuel Kant. 300 Jahre haben sie ja Zeit gehabt. Aber die sind anders gestrickt. Die haben ihre han-chinesischen Götter ahnend. Und bitte nicht nur mit 1,4 Millionen Chinesen in der Volksrepublik China, mit ein bisschen Karl Marx und ein bisschen Hegel und natürlich Konfuzius mit drinnen. Die han-chinesischen Götter ahnen gibt es auch bei nicht-marxistischen Chinesen außerhalb der Volksrepublik China. Die denken anders. Ich habe auf der anderen Seite, also anderen Seite jetzt vom Himalaya, den Hinduismus mit dem indotibetischen Buddhismus in ganz Fernostasien. Die denken in Sanskrit, die denken nicht in Götterahnen, die denken in Veden. Und der indotibetische Buddhismus, deshalb habe ich ihn hier extra ausgeführt, der geht dann so ein bisschen über ganz Fernostasien, natürlich keine Frage. Ich habe aber dazwischen immerhin noch ein, zwei Technologiemächte, die ich zumindest als Technologiemächte extra anführen muss. Das sind natürlich die Japaner mit einem Mahayana-Buddhismus, mit Shintoismus natürlich auch Konfuzianismus und die Koreaner, Südkorea natürlich auch konfuzianisch, aber natürlich eher taoistisch. Und dazwischen Pakistan und Indonesien. Indonesien immerhin der viertgrößte Staat der Welt, nur zur Erinnerung. Also ein bisschen größer als Europa von der Einwohnerzahl. Nur, dass wir wissen, also wovon wir sprechen. Also diese geopolitische Szenarien mit den entsprechenden Entwicklungen bitte ich Sie jetzt mitzudenken. Ich will Sie aber jetzt nicht auf dieser abstrakten Ebene festhalten, sondern erlaube mir als Beispiel in praktische Anwendungen zu gehen. Das ist ein bisschen Krieg, natürlich, wie könnte das anders sein, läuft, aber ich gehe zuerst in die Medizin. Denn letztlich wird sich am Markt durchsetzen, ganz egal, was man verbietet oder nicht verbietet. Wer heilt, hat recht. Und ich schaue bei der Medizin deshalb rein, weil geschätzt, jetzt wir sind im Hayek-Institut, geschätzt Medizin und Militär die etwa gleich großen und größten Aufwendungen an Investitionen im Bereich von Technologien künstlicher Intelligenzen sind. Ich rechne jetzt alles zusammen. Also ich rechne von den großen Trainingszentren bis eben zu den verbreiteten Sachen. Deshalb erlauben Sie, dass ich es am Beispiel von Medizin machen darf. Als Realität nehme ich die Formel-1-Klasse, wenn ich das auch ein bisschen salopp sagen darf, die Formel-1-Klasse der Medizin am größten KI-Markt der Welt. Das sind jetzt Frontier-Modelle. Ich würde sagen, in etwa, das ist MedPalm 2, in welcher Version auch immer. Das wird laufend weiter. ChatGPT natürlich in welcher Version auch immer. Und das sind wahrscheinlich noch Claude Zone, Inflection PI. Darüber kann man noch diskutieren. Und ja, daneben habe ich natürlich auch Open-Source-Technologien. Und ich habe also meistens LLM. Und das sind natürlich Predictive Analysis. Ich brauche Sie hier nicht überzeugen, dass eine Predictive Analysis, also eine beispielsweise eine ChatGPT, eher nicht irgendwas Konkretes sucht, sondern etwas erfindet, also im Prinzip etwas ergänzt. Das Predictive Analysis, und diese Predictive Analysis ist das, was sich jetzt schlagartig verbreitet und auch einen entsprechenden Faktor hat, natürlich einen niederschwelligen Faktor, wird an zwei, drei Grenzen stoßen. Eine Grenze ist relativ simpel. Ich werde Patientendaten oder werde Spitalsdaten genauso wenig offenlegen können, wie ich Finanz, Justiz, Polizei, Militär oder auch nur Firmengeheimnisse immer offenlegen werde. Also ich werde natürlich da
wahrscheinlich im Bereich Edge Computing, Clouds oder ähnlichen Sachen arbeiten. Wir haben die Ungleichzeitigkeit eben auch in der Medizin, nicht nur im Militär oder in der Wirtschaft. Die Ungleichzeitigkeit, das ist jetzt aus einer Intensivstation, was Modernes, also Patientendaten mit allen möglichen Sachen drinnen. So schaut das aus, wenn man ganz normale Listen macht, so hätte also Operations Research ausgeschaut und so hat es vor nicht allzu langer Zeit ausgeschaut und schaut wahrscheinlich, okay, einige nicken wissend, schaut wahrscheinlich in einigen Spitälern noch so aus und ja, funktioniert auch, gar keine Frage. Das Problem ist natürlich wie immer, wenn ich nicht automatisiert arbeite, wenn es dann schnell gehen muss, dann komme ich nicht mehr dazu, nach einzutragen, sondern muss dann im Nachhinein eintragen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für Ungleichzeitigkeit und zwar anhand des Beispiels der Intensivmedizin, also im Prinzip wirklich Hightech-Apparate der Medizin, wo wir einen sehr hohen Standard haben, in Mitteleuropa überhaupt und natürlich also auch in Österreich. Wir liegen auch in Österreich sonst nicht so schlecht. Wir haben beispielsweise, und deshalb habe ich es hier jetzt lesbar aufgeschrieben, wir haben beispielsweise mit dem Sepp Hochreiter den Entdecker der LSTM, der Long Short Term Memories, ein Algorithmus oder Algorithmen, die wahrscheinlich Google und einigen anderen Milliarden gebracht haben. Und weder Sepp Hochreiter, der damals Diplomant war, noch sein Doktorvater, der Jürgen Schmidhuber, haben also auch nur einen Groschen davon bekommen. Also daran sieht man, wir hätten die geistige Kapazität nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern auch in der angewandten Grundlagenforschung, die Geschäfte machen die Amerikaner. Ist das ein US-Bashing? Nein, wir sind selber schuld. Es hat uns niemand daran gehindert, und da darf ich jetzt auf einen der Einstiege zurückgreifen, es hat uns niemand daran gehindert, dass wir statt der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel Microsoft, Google, Amazon oder sonst etwas aufstellen. Gott sei Dank macht Sepp Hochreiter, und das habe ich hier herausgenommen, mit der Universität Linz, also mit der JKU, derzeit einen Eintritt in den Weltmarkt und probiert so etwas Ähnliches wie eine Kurzform einer künstliche Intelligenz, eine Kurzform einer LLM zu machen, aufgrund dessen, wie sie damals die LSTM gemacht haben, mit Geld von Pira der Familie, also österreichisches Geld, mit deutschem Geld. Vielleicht schaffen wir doch noch einmal einen Weltmarktführer, wenigstens mit Verzögerung von ungefähr 10, 15 Jahren zu machen. Ich nehme deshalb die JKU auch bewusst hier in den Slide hinein, weil immerhin, wir haben dort über Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob sie es noch sind, die größte Neurochirurgie Europas, mit dem Andreas Gruber. Und die können locker dasselbe, wie Elon Musk derzeit mit Neural Lace-Technologien bekannt gibt. Er bringt es nur viel besser. Und in Wirklichkeit ist es medizinischer Standard. Auch nichts Neues, denn wir haben immerhin den ersten Brainscan der Welt in Österreich. Das war der Gessler Gutmann und sein Nachfolger, der Klaus Lamhoff der Hauptuniversität, hat immerhin den Egocentricity Bias identifiziert und ist damit weltberühmt geworden. Also wir sind auch auf der Linie, und daher nehme ich jetzt die Biologie, in dem Fall die Neurophysiologie zur Medizin dazu, sehr gut, in Europa sehr gut, nach wie vor in Österreich sehr gut. Und warum ist das wichtig zur Frage Kurt Gödel und Fritz Hayek, Old Fritz, Friedrich August von Hayek gegen Lenin? Weil wir die KI ja nicht nur im Netz haben, so wie wir sie jetzt im ersten zwei Drittel meiner Keynote genommen haben, sondern wir haben sie ja auch im Bereich der Biologie. Und es ist überhaupt keine Frage, wir haben jetzt ziemlich genau 175 Jahre Kremsierer Reichstag und wenn man will, kann man sagen, unsere Verfassung, unser Staatsgrundgesetz, so wie wir es jetzt mit Unterbrechungen heute haben, das Staatsgrundgesetz von 1867, basiert auf den Märzartikeln des Kremsierer Reichstags aus der Revolution von 1848, 1849, in dem Fall von 1849, also 175 Jahre. Und natürlich, nicht nur bei uns nicht, auch in den USA nicht, in Frankreich nicht, in Großbritannien nicht, hat damals irgendjemand die Idee gehabt, dass man Gedanken, Erlebnisse, subjektive Erlebnisse messen kann. Aber es ist überhaupt keine Frage, zumindest das Bereitschaftspotenzial kann ich messen. Salopp formuliert, in einer Duellsituation kann ich eigentlich mich kurz schalten,
und die Entscheidung, die ich getroffen habe, aber mir noch nicht bewusst geworden ist, vorweg messen und ausführen. Also in einer Duellsituation ist es besser, mein Schatten schießt schneller als ich. Das macht nicht nur Lucky Luke, das geht eben natürlich auch, zumindest seitdem wir es messen können, also seit 55 Jahren. Nehmt das deshalb dazu, weil das in der Frage der KI mit verbunden ist mit der ganzen Problematik, der Problematik der Gedankenfreiheit. Es gibt einige juristische Modelle, damit will ich es jetzt nicht langweilen. Cognitive Liberty, mentale Integrität, Recht auf psychische Kontinuität. Und Sie verstehen einerseits von der Medizin, die ich jetzt genommen habe, vorhin gerade von der Intensivmedizin, dass wir, wenn wir an die biologische Grenzen kommen, immer besser kommen, wenn wir möglicherweise irgendwann mal neurodegenerative Krankheiten besser behandeln können, besser verstehen können, dass wir möglicherweise mehr simulieren können und dann irgendwann einmal die Frage ist, dass die Digital Twins dann eben so sind, dass man nicht hier statt mir einen Avatar, der das alles viel schöner, besser und mitreißender machen kann, sondern dieser Avatar dann möglicherweise mich irgendwann einmal ersetzt, vielleicht zum Guten, vielleicht nicht zum Guten. Und jetzt sind wir genau bei der Problematik und natürlich all denen, die sagen, wir müssen den Menschen ein bisschen verbessern, also das Social Engineering, Lenin 4.0, natürlich Instrumentarien in die Hand bekommen wird, oder in die Hand bekommt, die damals völlig unvorstellbar war. Denn weder Robespierre noch die Heilige Inquisition noch Stalin hat wirklich genau gewusst, was das Opfer gedacht hat. Möglicherweise, weil es in dem Fall, und ich bleibe jetzt nochmal bei Yuval Noah Harari, eine Predictive Analysis besser und schneller als ich selbst, was ich jetzt gleich denken werde. Wie weit hilft uns Ethik? In dem Fall darf ich auf den Vatikan schauen, wie der Call of Rome veröffentlicht worden ist vor ein paar Jahren, hat der Münchner Professor, der das präsentiert hat, gemeint, wunderschön, natürlich das Beste und Schönste, aber in Wirklichkeit steht in allen diesen ethischen Kodizes dasselbe drinnen. Das soll jetzt nicht resignierend klingen, denn natürlich ist der vatikanische Ethikkodex mit der Kodex der chinesischen Akademie der Wissenschaften völlig kompatibel. Da steht auch drinnen, lieber reich und gesund als arm und krank oder so ähnlich, das formulieren schöner. Die Problematik ist, dass ich natürlich mit Ethik nur bis zu einem gewissen Grad komme und ich kann die bestehenden Gegensätze vielleicht besser herausarbeiten. Ich kann die ethischen Hintergründe von bestehenden Gegensätzen besser herausarbeiten, aber ich komme nicht darüber hinweg. Und es ist vollkommen klar, auch bei uns nicht. Wir haben mitten in Europa selbstverständlich hochentwickelte Verfassungen, hochentwickelte Rechtswissenschaften und die einen sind Calvinisten und die anderen sind Lutheraner und katholisch. Bei der einen ist Sterbehilfe eher zulässig und bei der anderen eher nicht. Ich vereinfache jetzt, über Sterbehilfe können andere hier länger und mehr sprechen. Nicht, weil irgendjemand böse ist, sondern ich darf es als Jurist jetzt anhand des rechtsdogmatischen Problems zuspitzen. Ja, das Recht auf Leben ist das Höchste und unantastbar. Das Recht auf mein Leben ist das Höchste und unantastbar. Deins für dich auch. Das heißt, es darf niemand antasten, nicht einmal ich, oder es heißt, es darf niemand antasten außer mir. Unlösbares Dilemma, zumindest rechtsdogmatisch, nicht lösbares Problem. Wir sind voll in unseren Rechtsordnungen, ich nehme das jetzt ein sehr zugespitztes Beispiel, voll mit solchen unlösbaren Dilemmata. Und daher werden uns auch Predictive Analysis aus dem Bereich der künstlichen Intelligenzen, wenn sie nicht missbraucht werden, dieses aufzeigen können, aber nicht lösen können. Zugegebenermaßen, der Verdacht liegt da nahe, wenn es jemand lösen will, um jemanden zu überfahren, aber damit sind wir bei Lenin 4.0 gegen Friedrich August von Hayek. Ich darf jetzt auf die normale juristische Auseinandersetzung verweisen. Wir haben derzeit wenig gelöst und es ist auch nicht lösbar, aber es wird sich lösen. Ich kann in amerikanischen Patenten Patente auch für juristische Personen machen, das geht bei uns nicht. Wer hat das Patent bei einer künstlichen Intelligenz? Ich habe die Problematik der künstlichen Intelligenz, dass natürlich, wenn eine künstliche Intelligenz schreibt und entwickelt, kann ich das vielleicht noch zuordnen
mit einer Betreiberverantwortlichkeit, mit einer Programmiererverantwortlichkeit. Ich kann das aber nach 30.000 Generationen, die möglicherweise in ein paar Minuten durchgelaufen sind, schwer zuordnen. Also ich kann nicht den Wolf verantwortlich machen für den Dackel oder für den Kampfhund. Da sind ein paar Generationen dazwischen, zugegebenermaßen 30.000 Jahre in etwa. Bei der KI geht das etwas schneller. Also wir kommen auf alle möglichen Grenzen, auf alle möglichen Probleme, die man so oder so lösen kann. Aber sie sind noch nicht gelöst. Derzeit eines der großen Fragen ist, wem gehören welche Daten, wer darf auf welche Daten greifen, was ist Commons, was ist Gemeingut. Selbstverständlich sind künstliche Intelligenzen Werkzeuge und Waffen. Und jetzt kann ich sagen, naja, wir haben ja alle möglichen Abkommen zu Atomwaffen und zu Biowaffen und wir haben sogar alle möglichen Richtlinien, dass ich nicht gezwungen bin, meine eigene Genetik kennen zu müssen. Warum haben wir keine KI-Konvention, außer jetzt diesen ganzen Ethikkonventionen? Eine etwas boshafte Antwort ist dann gelegentlich, naja, weil wir keine für den elektrischen Strom haben. Die künstliche Intelligenz ist eben so breit mit aller Dual-Use-Problematik, dass ich größte Schwierigkeiten habe, es in Konventionen zu gießen. Und wir haben es ja jetzt gerade derzeit. Europa hat ja nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sie haben auch den KI-Akt, der jetzt gerade fertig werden ist, der AIA, der Artificial Intelligence Act. Und natürlich hat man, Klammer auf, vernünftigerweise, nationale Sicherheit rausgenommen. Da ist im Militär nicht drinnen und nationale Sicherheit drinnen, die gehören ins Völkerrecht. Was heißt das? Wird das im Völkerrecht gelöst? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Naja, ich kann Atombomben zählen, ich kann Schlachtschiffe zählen, ich kann Panzer zählen. Was zähle ich bei KI und Kissinger und Eric Schmidt, der ehemalige Google- und Alphabet-Chef und jetzt Chef der NSCI, National Security Commission on Artificial Intelligence, Bipartisan Biden, sagt, naja, wenn wir über KI verhandeln, haben wir das Problem, wir wissen nicht ganz genau, worüber wir verhandeln. Darüber können wir diskutieren. Zweitens aber, was immer wir verhandeln, wir machen den anderen möglicherweise auf Sachen aufmerksam, auf die er noch gar nicht gekommen wäre. Oder er sieht, wir sind irgendwo falsch abgebogen und sagt, reden wir nicht weiter drüber. Also eine Problematik, die schwer abschätzbar ist, die wird uns die nächsten Jahre natürlich begleiten. Wir wissen nicht, wie weit und wohin. Mit allen Missbrauchsformen. Mit allen Formen, die Sie derzeit kennen, und ich darf es jetzt ein bisschen noch militärisch machen, nachdem ich Medizin sehr weit vorgenommen habe. Alle kriegführenden Parteien, also alle kriegführenden Staaten, ganz offizielle Nationalstaaten, haben ihre autonomen Plattformen, wenn sie künstliche Intelligenz selbst zielsuchend sind, also sagen wir Kamikaze-Drohnen, selbstverständlich unter menschlicher Kontrolle, das heißt an der Human Surveillance, an der Reasonable Human Surveillance oder ähnlich, alle. Von den Chinesen bis zu den Russen, von den Ukrainern bis zu den Amerikanern. Und eigentlich dürfte es sie nicht geben. Also, die dürften nicht eingesetzt werden. Jeder von uns weiß, wir sehen ja die Bilder, die knallen einander weltweit, aber jetzt halt in der Ukraine um die Ohren. Was hat man gemacht? Ja, man hat das gemacht, wofür wir Juristen manchmal berüchtigt sind. Ich bin nicht ganz glücklich darüber, aber es ist tatsächlich so. Wir haben einen rechtsformenden, für meine Begriffe, Missbrauch gemacht. Und sie haben gesagt, nein, das sind ja keine Kamikaze-Drohnen. Das heißt, das sind Kamikaze-Drohnen, solange sie unter menschlicher Kontrolle fliegen. Aber wenn wir sie freischalten, sagen so, und jetzt sucht ein schönes Ziel irgendwo aus, nach freiem Ermessen, dann ist es plötzlich eine andere rechtliche Kategorie, dann ist es Loitering Ammunition. Das heißt, dass der Elefant, der dort durch das Gefechtsfeld trampelt, der wird sagt, also ab dem Zeitpunkt ist er eine Schnecke. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen, machen momentan alle. Wir werden es also nicht so schnell wegbekommen, aber Sie sehen sehr gut, wir kommen an Grenzen, in dem Fall ist das jetzt eine militärische Grenze, wo wir eben nicht genau wissen, wie gehen wir damit um, gesellschaftlich um, wie gehen wir damit rechtlich um, was ist Missbrauch, was ist real. Nicht nur in der Medizin, sondern eben auch im scharfen Schuss, im militärischen Einsatz und ich bin jetzt fast schon im Epilog. Über all diese Sachen diskutieren wir länger, als es künstliche Intelligenz als Begriff gibt. Es gibt ja den boshaften
Ansatz, dass der Begriff künstliche Intelligenz im Jahr 1956 deshalb verwendet worden ist, denn man wollte nicht Geld für Kybernetik ausgeben oder das waren die Konkurrenten. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Wir fangen sonst so mit Kurt Gödel an. Aber in der Kybernetik wurde es besprochen, in der Kybernetik wurde es diskutiert, Klammer auf, natürlich auch nicht gelöst. Wir sind vor den unlösbaren Problemen, die wir kennen, für uns insbesondere zur Frage, wie gehen wir mit der Willensfreiheit und der Würde des Menschen um einerseits und andererseits, wann dürfen wir aufgeben gegenüber einem benevolenten Diktator? Ich würde sagen, nein. Was sind künstliche Intelligenzen und mit wem messen sich? Ich nehme jetzt ganz bewusst die Biologen noch hinein, die synthetische Intelligenz. Stephen Wolfram habe ich schon erwähnt. Künstliche Intelligenzen werfen Probleme auf, die wir alle kennen, die bei uns irgendwo zwischen Platon, Aristoteles, Immanuel Kant und wenn man jetzt die Logik extra neben der Philosophie nimmt, die Bullsch-Logik natürlich. Und ich verweise immer im asiatischen Raum natürlich auf Nagarjuna, die Lehre der Lehre, damit also die Hindus und die Buddhisten auch mit drinnen sind, dass wir es neu schreiben müssen. Aber das, was am Tempel vom Apollon gestanden ist, Gnotis Seauton, erkenne dich selbst, auf einem völlig neuen Niveau, mit völlig neuen Mitteln, mit vielleicht neuen Antworten, aber mit uralten Fragen gestellt wird. Und wenn wir uns nicht behaupten, werden die Fragen für uns und gegen uns gelöst. Meine Damen und Herren, danke fürs Durchhalten.